Wir wollen nämlich rausfinden, oder ich will für mich wirklich rausfinden und euch zeigen, wie geil so ein Tesla ist. Man weiß das, man sagt das auch. Man sagt auch immer, boah, so ein Tesla ist schon megamäßig krass. Aber wie krass ist der wirklich? Was sind so 0-100er Zeiten? Was sind 0-200er Zeiten? Wie ist das der Alltagsnutzen? Kann ich so ein Auto wirklich fahren? Ist es wirklich krass? Ja, es ist krass. Es ist quasi eigentlich... Und die Kamera, warte mal, die hat voll verdreht. Es ist, und ich, da lasse ich eigentlich nichts drauf kommen, egal welcher GTR der Welt, aber 30, 130, würde ich behaupten, ist es das krasseste Automobil auf der Welt. So, wir fahren jetzt 30. 70. Es ist einfach, und dann sagen manche, ja, aber mein Porsche Turbo, was macht auch schneller. Das interessiert mich überhaupt nicht, was er schneller macht. Und dann kann es, wenn auch nur 0,2 Sekunden oder sowas sein. Weil der Punkt, der hierbei so krass ist, ist der, wie er es macht. Der Punkt ist einfach, wie dieser Klotz dich... Was für ein Wort kann man nehmen? Ich wollte es dir nochmal eben zeigen, um zu demonstrieren. Wie dieser Klotz dich einfach unfassbar wegscheppert. Wir werden auch noch ein Video machen, wo wir einfach ahnungslose Menschen hier reinsitzen und denen einfach mal so einen Eindruck geben, was passiert denn da überhaupt? Was geht da überhaupt ab? Ich meine, das Navigationssystem ist eh oberkrass, ja? Das ist megamäßig, megamäßig herbe. Jetzt haben wir eine Reichweite, und wir sind schon ein bisschen gefahren, von 480 Kilometer. Ich sag mal, du kommst ganz klar echte 400. 400 ist schon weit.